Schauen wir mal dorthin, wo es wirklich brennt. Ja. Die ÖVP hat sich abseits von Seitlettern wirklich diese ganze Republik unter den Nagel gerissen. Das Innenministerium ist kohlrabenschwarz mittlerweile. Dort werden sie ohne ÖVP-Parteibuch gar nichts mehr. Das Justizministerium ist unterwandert worden von der ÖVP, der Sonderklasse. Also glauben Sie nicht, dass das die Skandale wären, wo der ORF jetzt hinschauen sollte? Ich glaube, da hätten auch wir über das Innenministerium haben wir vielfach berichtet. Das wäre eine interessante Berichterstattung heute. Ich hätte nur noch eine andere Frage, nämlich auch zu dem Urschuss. Da haben Sie nämlich Sebastian Kurz bei seiner Einvernahme gefragt nach der Existenz der Seitletter. Sie haben gesagt, gibt es irgendeinen Zettel, den Sie mit Strache gemeinsam unterschrieben haben, wo das alles drinnen steht? Haben Sie dazu eine Wahrnehmung? Ist das nicht eine paradoxe Intervention, wenn die FPÖ die ÖVP fragt, ob es einen Seitletter gibt und im FPÖ-Parlamentsclub liegt dieser Seitletter? Ja, ich wollte einfach wissen, wie es der Herr Kurz mit der Ehrlichkeit hält. Und das eine, was ja damals passiert ist, war ja wirklich lustig. Und da sieht man wieder, wie der Untersuchungsausschuss funktioniert. Denn ich bin damals von Präsidenten Sobotka unterbrochen worden und Sebastian Kurz hat diese Frage nie beantwortet. Also er ist ihm beigesprungen und da sieht man schon, welche Rolle dieser Präsident spielt. Ganz kurz noch zu den Aktenlieferungen im Urschuss. Da hat man sich beim Finanzministerium sehr bitterlich beschwert von Seiten der Opposition, dass die Akten nicht zeitgerecht kamen. Dann ist man vor dem VfGH gezogen. Dann hat man sie bekommen. Jetzt haben die Ministerien sehr, sehr viel geliefert. Jetzt passt es der Opposition wieder nicht. Warum denn? Ich habe grundsätzlich kein Problem damit, aber was ärgerlich ist an dem Ganzen, ist das, dass die ÖVP jetzt eine andere Strategie fährt und zwar sie erschlägt uns mit unnötigen Akten. Wenn ich in den Aktenwust hineinschaue und sehe dann die Abrechnungen von der HTL Mödling über Klopapiereinkäufe, dann glaube ich nicht, dass das etwas ist, was den Untersuchungsausschuss interessiert und ich brauche auch keine Lebensläufe von Ferialpraktikanten. Das ist der springende Punkt. Also die ÖVP versucht jetzt möglichst viel anzuliefern, um uns möglichst viel Arbeit zu machen und sicherzustellen, dass man möglichst wenig findet. Aber nur wenn ich mir anschaue, was alleine heute durchgekommen ist, alleine die Geschichte rund um den Benko-Deal, Sparkasse, Kicker, Leiner. Und wenn man sieht, dass dieser Deal mit 170 Millionen Euro Gewinn abgeschlossen worden ist, dass Thomas Schmidt ihm offenbar zugearbeitet hat und diese 170 Millionen Euro da offensichtlich dafür verwendet worden sind, sich bei der Kronenzeitung einzukaufen, dann glaube ich, dass wir noch genug interessante Akten im Untersuchungsausschuss haben werden. Und wie gesagt, ein paar haben wir auch schon finden können. Herr Hafenecker, vielen Dank für das Gespräch. Danke.